La guitare, c'est l'instrument du troubadour. Am Anfang war die Gitarre das Instrument des Troubadours zum Begleiten von Gesang und Dichtung. Es ist grundsätzlich ein Instrument von eher geringer Lautstärke. Im Zusammenspiel mit einem Klavier oder einer Geige hat die Gitarre schon ihre Mühe mitzuhalten. Der Klavierspieler muss sich zurücknehmen, also eher leise spielen, und der Gitarrist muss mit voller Kraft über die Saiten streichen, also laut spielen. Er muss wirklich alles geben. Und beide spielen ohne Nuancen, die Musik ist dadurch weniger stimmungsvoll. Das Soundboard ist aus einer Idee entstanden, der Gitarre eine zusätzliche Dimension zu verleihen, indem eine große Holzfläche aus dem gleichen Holz wie die Decke der Gitarre genau die gleiche Art des Tons erzeugt. So kann die Gitarre mit der gleichen Intensität wie die anderen Instrumente spielen und sich ins Orchester einreihen und warum nicht, sich sogar in einem Sinfonieorchester behaupten. Das funktioniert sehr gut. Und beide, der Gitarrist und der Klavierspieler aus dem Beispiel von vorhin, können nuanciert spielen. Erst später stellten wir fest, dass dieser Lautsprecher, der für die Gitarre erfunden wurde, sehr gut zusammen mit einer Stereoanlage funktioniert.